der einst im Feind die Hosen klopfte, der hieß wohl Gustav, der verstopfte die Soldaten, ja die Taten für den Herrschen alles ganz umsonst. Und sie trugen bunte Fahnen und Gewehre, aber vorneweg marschiert vom ganzen Heere eine Trommel, eine Trommel, eine Trommel. Radibimmel, Radibammel, Radibommel. Vom Leibregiment, vom Leibregiment, das sich nach König Gustav nennt. Der Hauptmann, einer von den Fetten, liegt abends mittags in den Betten, doch alleine, denn voll Weine, da verleiht er ungern seine Gunst. Und er trägt im Dienst die Glasienaugen offen, aber innerlich ist er total besoffen. Und er trägt den dicken Bauch wie eine Trommel, Radibimmel, Radibammel, Radibommel. Vom Leibregiment um, Leibregiment um, das sich nach König Gustav nennt. Der brave Landsknecht braucht nichts tragen, denn dazu hat er seinen Wagen. Um Rosse, beim Rosse, da fährt die Marketenderin. Und sie kennt vom Regiment die ganze Mannschaft, denn mit jedem hatte sie mal eine Bekanntschaft. Auf der Trommel, auf der Trommel, auf der Trommel, Radibimmel, Radibammel, Radibammel, vom Leibregiment, vom Leibregiment, das sich nach König Gustav nennt. Und so marschiert die ganze Bande, Jahr aus, Jahr ein durch alle Lande, in den Städtchen die Mädchen, die kommen abends spät nach Haus. Der Soldat braucht niemals seine Wege, immer sieht er 20 Kinderköpfchen liegen. In der Trommel, in der Trommel, in der Trommel, Radibimmel, Radibommel, Radibammel. Vom Leibregiment, vom Leibregiment, da sich nach König Gustav nennt. Es sterben auch mal Generale, die Trommel ruft im Arsenale. Im Gehäuse die Mäuse, die führen das alte Leben fort. Und sie fressen und sie lieben und sie saufen, machen Jungen, sie streiten und sie raufen. In der Trommel, in der Trommel, in der Trommel, Radibimmel, Radibammel, Radibommel. Vom Leibregiment, vom Leibregiment, das sich nach König Gustav.